Dobre, hallo, servus, moin, liebe Mystery-Files-Freunde. Umfragen in Sachen Leben im All, Intelligenzen im All und natürlich das UFO-Phänomen, die sind meistens hochinteressant, auch wenn sie teilweise natürlich nicht ernst zu nehmen sind. So zum Beispiel eine Umfrage 2001, da hieß es, wer könnte die Welt retten, wenn die Außerirdischen unseren Planeten erobern wollen. Platz 1 war dann Arnold Schwarzenegger, Platz 2 war übrigens Will Smith. Aber solche Umfragen werden natürlich auch unter wissenschaftlichen Aspekten quasi in die Öffentlichkeit hinausgetragen. Und genau so eine Umfrage ist aktuell gestartet, eine weltweite, eine globale Umfrage in Anführungszeichen. Und zwar geht es da konkret um den ersten Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz oder sogar, wenn diese Außerirdischen hier eines Tages einmal ankommen werden. Eine interessante Umfrage und die schauen wir uns mal genauer an. Hin und wieder gehen Umfragen in Sachen außerirdisches Leben und UFOs natürlich völlig daneben. So zum Beispiel vor einiger Zeit, werde ich euch mal ein Video in der Beschreibung verlinken, da wurde eine Umfrage unter Zehntausenden von Akademikern gestartet. Was halten sie von dem UFO-Phänomen und von außerirdischem Leben und wie soll man damit umgehen etc. pp. Und diese Umfrage war wirklich sehr, sehr traurig, denn fast niemand unter den Akademikern an ausgewählten Universitäten in den USA hat überhaupt an der Umfrage teilgenommen oder überhaupt geantwortet. Das war wirklich erschütternd, eigentlich quasi, weil das Thema ein Tabuthema ist. Doch die aktuell gestartete Umfrage, die ich euch natürlich auch wiederum unten verlinken werde, die geht der Frage nach, wie reagiert die Menschheit an sich, also global gesehen, wenn wir entweder ein außerirdisches Signal empfangen via SETI, also mit Radioastronomie, das eindeutig von einer außerirdischen Intelligenz stammt, oder wenn auf einmal ein Raumschiff hier auftaucht in unserem Sonnensystem oder natürlich direkt hier auf unserem Planeten landet, wo es keinen Zweifel gibt, das sind Außerirdische, oder wir finden zum Beispiel auf dem Mars oder auf dem Mond ein außerirdisches Artefakt, was vielleicht seit einer Milliarde Jahre da herumliegen würde. Wie reagiert der Einzelne? Wie reagiert unsere Spezies hier auf diesem Planeten? Seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten greife ich dieses Thema immer wieder auf und berichte darüber und dass das alles eigentlich gar nicht so einfach ist, dass man das überhaupt nicht so pauschalisieren kann. Aber in den letzten Jahren, wie ich gesehen habe, sind viele auf diesen Zug, nennen wir es mal so, aufgesprungen und immer mehr beschäftigen sich damit, wie man das aus religiösen Gesichtspunkten so sehen kann, aus sozialen Gesichtspunkten, wirtschaftlichen und politischen etc. etc. Und hier sind natürlich dann erstmal, das kann man sich auch schon so denken, hier wo wir in Mitteleuropa leben oder wo ihr gerade sitzt und dieses Video schaut, da kann man sich natürlich erstmal denken, einige reagieren gleichgültig, andere sind gerade voll euphorisch und voller Freude, andere werden sich verfallen in Panik oder das Ende der Welt kommt. Das alles wird tatsächlich, wenn es dann eines Tages soweit sein wird, tatsächlich der Fall sein. Das richtet sich natürlich nach naturwissenschaftlichen Hintergründen, nach den entsprechenden Regierungen, den Religionen und natürlich den sozialen Hintergründen. Und der Nachbar nebenan, der kann völlig anders reagieren als man selber. Also da gibt es pauschal überhaupt keine Antwort drauf. Aber dennoch hat die Universität Durham in Großbritannien nun eine globale Umfrage zu diesem First Contact, zu diesem ersten Kontakt gestartet. Und zwar eine Studie über voraussichtliche Wahrnehmungen und Reaktionen in den Gesellschaften der Welt. Von vornherein kann man erstmal sagen, ach, diese globale Umfrage, da werde ich am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist gar nicht so global oder weltweit, aber dennoch ist diese Umfrage sehr interessant. Ich habe natürlich auch daran teilgenommen und insgesamt gibt es dort 22 Fragen in so einem Online-Fragebogen und die wurden ausgearbeitet von einem Team um Professor Michael Bolander von der Durham Law School. Und diese Fragen sind natürlich erstmal so ganz allgemein, Alter, Herkunft, wo wohnt man, in welchem Land wohnt man oder welche Schulbildung hat man beziehungsweise welchen akademischen Hintergrund hat man, also solche ganz allgemeinen Fragen. Aber dann kommt es ans Eingemachte. Und zwar werden dort Fragen gestellt, zum Beispiel,
Waren oder sind Außerirdische bereits hier? Oder sollen wir überhaupt Nachrichten an Außerirdische in das Universum senden? Und wie reagiert der Einzelne von uns, wenn die ETs hier ankommen, was ich ja gerade erwähnt habe? Oder wenn ein Raumschiff entdeckt wird, was zum Beispiel in unserem Sonnensystem herumfliegt und sich in Richtung Erde bewegt? Oder ob Außerirdische vielleicht schon Experimente an uns Menschen durchführen? Und interessant sind dann auch Fragen, sollen irgendwelche Menschenrechte bzw. die individuellen Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden, wenn die Außerirdischen hier sind? Wie sollen wir uns damit arrangieren und so etwas? Ich möchte da nicht zu viel vorweggreifen, aber das sind wirklich doch sehr interessante Fragen. Die kann man dann so einfach mit Anklicken beantworten, kann auch jeweils einen Kommentar zu schreiben, wenn man möchte. Und das alles soll so ungefähr 20 Minuten dauern, diese Umfrage. Ich habe keine 20 Minuten gebraucht, aber dennoch, ich würde euch mal raten, daran teilzunehmen, weil diese Fragen doch wirklich sehr interessant und sehr spannend sind. Aber natürlich sind solche Fragen, die wiederholen sich in allen Umfragen in Sachen UFOs und außerirdisches Leben. Das ist natürlich klar, aber egal, ob die Umfrage jetzt akademischen Hintergrund hat, wissenschaftlich ernst zu nehmen wäre oder nicht, hier ist dann natürlich auch viel Spekulation drin, weil es sind ja theoretische Fragen. Was wäre, wenn? Die Online-Umfrage selber ist übrigens in 4 Sprachen vorhanden, in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Und dann gibt es noch Erläuterungen, Einleitungen, Erklärungen in Arabisch und Chinesisch. Also damit man möglichst viele Menschen auf diesem Planeten erreichen kann, dass sie an dieser Umfrage teilnehmen. Über den Sinn und Zweck und die Ziele dieser Umfrage von der Universität schreiben Sie zum Beispiel unter anderem Folgendes auf der Webseite. Ziel ist es, die Einstellungen verschiedenster Menschen und Kulturen auf der ganzen Welt zu den Fragen herauszufinden, die sich aus der Vorstellung ergeben, dass die Menschheit eines Tages mit einer außerirdischen Intelligenz in Kontakt treten könnte oder dies bereits getan hat. Und weiter heißt es dort, wir werden Sie nach Ihrer Meinung zu Themen wie SETI, also die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, und UAPs/UFOs fragen und danach, wie Sie mit einem Kontaktereignis mit einer außerirdischen Intelligenz umgehen würden oder wie die Menschheit mit einem solchen Ereignis im weiteren Sinne umgehen sollte. Man sieht schon Ziel und Zweck und der Sinn dieser Umfrage ist ganz klar definiert, worum es eigentlich geht. Interessant ist, sie verwenden dort den Begriff UFO bzw. UFOs und verweisen auch explizit darauf, dass sie den neuen Begriff UAP nicht verwenden, um da irgendwie keine Verwirrung zu stiften, weil der hat sich wohl offenbar noch nicht ganz durchgesetzt. Sie verweisen aber weiter in ihrer Erklärung zu der Umfrage auf Folgendes. Und zwar, dass sie den Begriff UFO im Sinne eines künstlichen Objektes ansehen. Bei UFOs kann es sich jedoch theoretisch auch um nicht identifizierte menschengemachte Flugkörper handeln, beispielsweise um geheime, neue militärische Entwicklungen und so weiter. UFOs sind daher als solche nicht gleichbedeutend mit außerirdischen Ursprung. Gut, jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, der weiß das natürlich. Aber wie ist das jetzt zu bewerten, dieser Schritt? Erstmal finde ich diese Umfrage wirklich toll. Ich finde das gut, dass so etwas gemacht wird, weil man muss ja irgendwie mal gucken, wie die Menschheit eigentlich so tickt. Aber man liest hier eine globale Umfrage oder eine weltweite Umfrage. Das ist eigentlich pauschal erstmal Quatsch. Denn alles, was man an einer Umfrage online ins Internet stellt, ist erstmal weltweit. Global, das ist klar. Aber diese Umfrage von der Universität dort in Großbritannien, da kann man doch nicht davon ausgehen, dass irgendwo auf einem anderen Kontinent oder irgendwo ein Bergvolk in Südamerika, dass sie sagen, oh cool, da ist eine Umfrage in Sachen außerirdisches Leben, da haben wir große Angst vor, hier unser Volk, unser Stamm vielleicht sogar, da lass uns mal dran teilnehmen. In den Industrienationen werden wahrscheinlich viele Menschen dran teilnehmen, es muss sich aber erstmal verbreiten, dass es so etwas überhaupt gibt, so eine Umfrage dort. Und da kann man tatsächlich dann davon ausgehen, die Ergebnisse repräsentieren niemals die Meinung der gesamten Menschheit, denn die hat so viele verschiedene Meinungen, so viele verschiedene Ansichten. Irgendwelche naturwissenschaftlich absolut hinterm Mond lebenden Menschen irgendwo auf diesem Planeten, die vielleicht noch nicht mal elektrischen Strom haben oder irgend so etwas, irgendwo im Busch noch leben, alles überspitzt gesagt oder so, die haben mit der Thematik wahrscheinlich überhaupt nichts am Hut. Die glauben vielleicht individuell, ja,
es gibt andere Lebensformen im Universum. Vielleicht kommen sie auch, wir kommen irgendwie von den Göttern aus dem Universum. Aber die werden nicht irgendwie da im Dschungel sitzen mit ihrem Laptop und der Umfrage und an dieser Umfrage dann teilnehmen. Ich bin sicher, natürlich haben die Organisatoren bzw. das Team dieser Umfrage dort, die das dort entwickelt haben und die das dann auch später auswerten werden, natürlich wissen die das auch. Die sind ja nicht doof. Aber irgendwann, irgendwie muss man ja mal so einen Schritt wagen. Zum Beispiel ist da auch eine Frage, beziehungsweise es sind mehrere Fragen in diesem Bereich, die gehen darum, wie soll man reagieren oder wer sollte reagieren, wenn tatsächlich die Außerirdischen kommen oder ein Signal senden, wer bestimmt, was wir antworten, wo ein Gremium oder eine Einzelperson, ein Wissenschaftler oder eine gewisse Regierung oder anders gesagt, so pauschal gesagt, wer fungiert eigentlich in Zukunft als Sprachrohr für die gesamte Menschheit. Und diese Frage ist wohl eine der bedeutendsten Fragen in dieser Thematik überhaupt, denn da werden sich dann, wenn es mal soweit sein wird, dass es also, die schreiben ja auch ganz in ihren Fragen, die dort gestellt werden, dass es also eindeutig ist und nicht irgendwie herum zu spekulieren oder herum zu interpretieren ist, also eindeutig, hier ist was Alien-Technisches oder hier sind die Aliens, also dass das offensichtlich und klar ist. Und das wird dann in Zukunft tatsächlich, da werden sich dann die Köpfe einhauen. Nein, ich möchte mit den Aliens reden. Nein, ich. Nein, die Vereinten Nationen sind dafür verantwortlich. Nein, dieser Wissenschaftler, das ist der führende Wissenschaftler auf diesem Planeten, der darf den Aliens die Hand oder die Tentakel reichen oder was auch immer oder so. Das sind schon hochinteressante Themen. Hollywood macht das ja auch immer wunderbar gerne vor, seit Jahrzehnten, wie man sich das so vorstellt oder vorstellen kann. Denn wenn es dann irgendwie soweit sein wird, dass auf einmal so ein 30 Kilometer Raumschiff da ankommt und dann schwebt es dahin und dann senden die Signale und ja, dann wird es wahrscheinlich ganz anders laufen. Interessant ist auch eine Frage, wie reagiert man selber so als Einzelperson, so wenn ein Raumschiff kommt, es schwebt quasi in unsere Atmosphäre hinein, aber ist vollkommen still. Was soll man da machen? Soll man Menschen hinschicken? Soll man es sofort bekämpfen? Soll man Roboter hinschicken und all so etwas? Aber wie gesagt, nehmt doch mal an der Umfrage selber teil und vor allen Dingen schreibt mir auch mal in den Kommentaren, was haltet ihr von solchen Umfragen, von solchen theoretischen Überlegungen, was wäre, wenn? Wie seht ihr so etwas? Ist das alles unnütz, vergebene Liebesmühe? Oder was ist eure Meinung dazu? Bin ich sehr drauf gespannt, denn mich persönlich begeistern solche Themen, seit ich noch so ein kleiner Mysteriosen-Scheißer war. Das interessierte mich schon immer. Wenn euch das auch interessiert, gerne noch ein Abo hier lassen und einen Daumen nach oben. Egal, ob ihr von der Erde kommt oder vielleicht von einem anderen Planeten. Dann sage ich immer Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Euer Lars. Vom Mars.